Hallo, meine Lieben. Nach dem fantastischen astrologischen Ereignis in der Nacht vom 27. zum 28. Juli findet nun am 11. August die dritte und letzte Sonnenfinsternis 2018 statt. Hier handelt es sich um eine rein partielle Finsternis. Das heißt, die Erde wird vom Halbschatten des Mondes getroffen. Diese Sonnenfinsternis ist zu sehen in Skandinavien, Ostasien, Grönland und Kanada. Hast du gewusst, dass es immer etwa 2 Wochen nach einer Mondfinsternis eine Sonnenfinsternis gibt? Die Sonnenfinsternis ist die partielle, da der Kernschatten des Mondes die Erde verfehlt. Sie wird je nach Beobachtungsort vom Mond bis zu 2/3 der Sonnenscheibe bedeckt. Die verbleibende Sonnensichel ist aber noch immer knapp 150.000-fach heller als der Vollmond. Bedeckungsgrade dieser Größenordnung führen zu einer subtilen, aber auch deutlich wahrnehmender Abschwächung und Farbänderung des Tageslichtes. Das Segment der Sonne ist dabei so hell, dass weder Sterne noch Planeten zu sehen sind. Und eine eigenartige Stimmung breitet sich unter dem Beobachter aus. Diese Sonnenfinsternis am 11. August ist sehr interessant, jedoch kein spektakuläres Naturphänomen. Sie ist in der ganzen Arktis und in Teilen von Zentral- und Ostasien zu sehen. Allerdings sind in Skandinavien und Island nur ca. bis zu 20% Bedeckungsgrad sichtbar. Zu bemerken ist auch noch, am 11. August ist Neumond. Und das heißt, man kann neu durchstarten. Doch, stopp! Nicht ganz so, denn Merkur ist immer noch rückläufig bis zum 19. August. Aber es wird sich merklich zeigen, dass alles langsam besser wird. Das lässt uns wieder hoffen. Und die paar Tage bekommen wir auch noch rum. Also, meine Lieben, mein Slogan lautet für euch: Alles wird gut. Herzlichst, eure Deria.